Hallo, lieber Skorpion, und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für das neue Jahr 2024. Ich bin Denise, leg dir die Karten und wir gucken mal rein, generell in das Thema des Jahres, dann in den beruflichen Weg, Beruf, Finanzen, und wir schauen uns an das Thema Liebe, Partnerschaft, Beziehungen. So, was haben die Karten für dich, lieber Skorpion? Die Legung ist für dich, wenn du den Skorpion hast, im Sonnenzeichen, Aszendent oder Mondzeichen. Vielleicht schaust du auch quer für jemanden, der den Skorpion irgendwo präsent in seinem Chart hat. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. So, was haben wir denn hier? Du darfst dich, das hatten wir bei der Waage auch, dem Weg hingeben und nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, dich in Geduld üben und auch zu wissen, du bist genau da, wo du sein sollst, zum richtigen Zeitpunkt. Es ist alles in Ordnung. Aber es geht halt so schnell oder so langsam, wie es halt geht. Und das kannst du doof finden, aber du wirst die Dinge nicht beschleunigen oder vom Tempo her anpassen. Es ist halt das Tempo des Lebens und die Welt hat nun mal ein anderes Tempo als der kleine Skorpion. So, also versuch die Kontrolle loszulassen, versuch die Zügel loszulassen. Ja, wie sagt man so schön, ein Pferd findet immer nach Hause. Also wenn du die Zügel loslässt, das Pferd geht trotzdem. Du musst nicht so kontrollieren und so festhaben. Die Dinge dürfen auch mal ein bisschen lockerer laufen im neuen Jahr für dich. So, dann gucken, was das Tarot dazu sagt. Mach mal die Kamera runter. Und lieber Skorpion, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich heute benutze, die findest du natürlich wie immer in der Infobox unter diesem Video aufgelistet. So, was haben wir denn hier für unseren lieben Skorpion? Zehn der Münzen. Na, wenn das keine gute Botschaft ist, also wir haben hier super Erfolg liegen, wir haben Zusammenhalt liegen, wir haben Miteinander liegen, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit in deinem Leben. Gute Ernte, guten Erfolg, Freude, Genuss. Also auch hier erlaube dir ein Jahr, in dem du dich dem Genuss verschreibst. Das ist ja eh so das Thema von 2024. Der Freude, der übersprudelnden Freude. Nicht so hart, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sondern guck mal, dass das, was du machst, dir Spaß und Freude macht. Guck, dass du Zeit mit tollen Menschen verbringst, wo ihr lacht, ja, Familienfeiern, Freundestreffen, jede Menge Schönes, weil dich das befruchtet, auch wieder dir und deiner eigenen Leidenschaft zu folgen. Die Königin der Stäbe ist ja die Königin, die sagt, mir doch egal, was ihr so denkt, die macht ihr Ding, die macht ihr Ding zur Freude und ist vielleicht auch unpopulär, weil sie so ein bisschen ausbricht aus ihrem Kreis, so der Sonderling ist in ihrem Kreis. Und gleichzeitig ist sie aber so goldrichtig, weil sie sich nicht verbiegen lässt, weil sie einfach sagt, hey, ich mache mein Ding und ich muss mich da auch nicht kontrollieren, da haben wir es wieder, sondern ich gebe mich so, wie ich bin und entweder du magst mich oder du magst mich halt nicht. Ne? So. Also das heißt, der Lernauftrag für dich in diesem Jahr ist es, die Zügel lockerer zu lassen, auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Das heißt nicht, du sollst dich auf die faule Haut legen. Ja, den Erfolg kann man nur einfahren, wenn man vorher gut gearbeitet hat. Aber vielleicht auch die Früchte deines Erfolgs zu genießen auf jeden Fall und nicht gleich zum nächsten Projekt weiterhetzen und ja, nach der Arbeit ist vor der Arbeit, sondern wirklich mal schauen, wie kann ich mir dieses Jahr so genussvoll wie möglich gestalten. Da können Auszeiten mit drin sein, aber definitiv auch so diese übersprudelnde Freude und das einfach so, so, so genießen. Ja, das ist. Und es klingt so schön leicht, aber ich weiß, dass das viele damit auch wirklich Schwierigkeiten haben, weil sie sich auch dieser Sinnlichkeit des Nichtstuns manchmal nicht wirklich hingeben können. Ne? Aber guck mal, dass du wirklich ganz, ganz, ganz viele besonders schöne Momente in diesem Jahr planst, die dir Freude machen. Ja? So, was haben wir hier beruflich? Da haben wir eine unbegründete Angst. Da ist so ein, und vielleicht ist deswegen auch die Kombination hier so spannend mit lass mal locker, du musst nicht alles unter Kontrolle haben, weil die Dinge sind so, wie sie sind und die laufen so, wie sie laufen. Und ob du das jetzt kontrollierst oder nicht, ändern wirst du es eh nicht. Aber diese innere Unruhe, diese innere Angst, die scheint dich beruflich irgendwie, naja, zu belasten, lieber Skorpion. Aber wisse auch, also wir klären es jetzt nochmal mit dem Tarot ab.
Eigentlich, aber das weiß halt unser Verstand nur, unser, ist deine Angst in deinem Kopf, die ist nicht real. Die Hohepriesterin, die klärt das hier gerade nochmal ab und sagt, wenn du tief in dich reinfühlst, weißt du, dass alles in Ordnung ist. Und bitte lass dich von diesem inneren Vertrauen, von diesem inneren Gefühl leiten. Es ist alles gut, es ist alles in Ordnung. Geh nicht rein in irgendeine Angstspirale, in irgendein Drama, weil irgendwas vielleicht nicht so klappt, wie du es erwartet hast, oder weil du irgendwelche Botschaften kriegst, die nicht toll sind, oder was auch immer da los sein könnte. Und diese Legung gilt ja jetzt nicht für 365 Tage, sondern es ist einfach jetzt so eine Energie, so eine Tendenz in diesem Jahr, was immer mal wieder aufploppen könnte. Und denk dran, wenn es dich hier nicht abholt, schau ins Video vom Aszendent oder Mondzeichen rein. Aber es ist schon spannend, dass die Hohepriesterin hier gleich fällt und sagt, fühl mal rein, ob hier gerade wirklich Sinn für Drama ist, weil eigentlich nicht. Kann es sein, dass die Angst in deinem Kopf ist oder dass sie vielleicht andere fühlen und die schwappt auf dich über und du denkst dir, was ist denn hier los? Warum fühle ich mich denn so komisch? Aber es ist gar nicht dein Bedenken, deine Angst, deine Unruhe. Es schwappt über von den Menschen um dich herum. Ja, 10 der Schwerter, erkenne, dass alles gut ist, weil die 10 der Schwerter ist ja die Nacht ist immer am dunkelsten, also die Nacht ist immer am furchtsamsten, wenn sie am dunkelsten ist, aber sie ist am dunkelsten, wenn der nächste Tag schon wieder am Anbrechen ist. Und überprüfe mal, ob die Dinge wirklich so schlimm sind, wie sie aussehen, oder ob es gar nicht der Fall ist, weil ne, nachts nimmt man Schatten wahr, die tagsüber irgendein Baum sind oder irgendein Ding auf der Wäscheleine oder sowas und du denkst nachts, oh mein Gott, ist da ein Gespenst, da kommt der Axtmörder. Aber in Wirklichkeit, bei Tageslicht betrachtet, sehen die Sachen ganz anders aus. Also bleib in deiner Ruhe, dass wenn irgendwas beruflich, finanziell im Argen ist, überprüfe, ob es wirklich so ein Drama ist oder ob andere aus einer Mücke einen Elefant machen und es aufbauschen und deswegen alle in Panik verfallen, du auch. Und wisse, ein Tiefpunkt liegt zwischen zwei Höhepunkten. Also ja, das ist. Aber es sieht aus, als wäre es eine Illusion. Ja, das ist irgendwie kein Grund zur Sorge. Und ich habe hier den Ritter der Münzen. Also ja, vielleicht gehen dir die Dinge nicht schnell genug. Der Ritter der Münzen ist unser fundamentaler Ritter, der sagt, es ist alles gut vorbereitet, es ist alles auf einem guten Fundament, es ist alles in Ordnung, aber manchmal brauchen die Dinge Zeit zum Reifen und es kann uns unruhig werden lassen, weil wir denken, aber ich brauche jetzt Geld und ich brauche jetzt ein Ergebnis und ich brauche jetzt eine Zusage, ich brauche jetzt was auch immer. Da kommt hier wieder diese Unruhe und diese Kontrolle mit rein, ja. Aber die Dinge sind nun mal in dem Tempo unterwegs, in dem sie unterwegs sind. Und wenn du Äpfel verkaufen willst, musst du Äpfelbäume pflanzen, denen die Zeit geben, ja, sich zu berappeln und denen die Zeit geben, Blüten zu machen und Äpfel werden zu lassen. Und unreife Äpfel schmecken auch nicht. Der perfekte Erntezeitpunkt ist hier wichtig. Und da kannst du noch so unruhig sein, aber die Äpfel werden ja kommen. Ja, also, oder hier in dem Fall Weintrauben. Ja. Also entspann dich da rein, werd nicht unruhig. Und auch dann, in der Wartezeit, bis sich hier Dinge klären, genieß dein Leben. Weil dich jetzt hinzusetzen, beleidigt zu sein und zu sagen, ja, ist ja alles Kacke hier, bringt dich ja auch nicht weiter. Im Gegenteil, wenn die Dinge langsamer laufen, hast du Zeit für die Sachen, für die du sonst keine Zeit hast. Also versuch dann bewusst das zu genießen, was du genießen kannst in Zeiten der Warteperiode, ist hier der Rat. So, was haben wir im Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft? Und bei Beziehung meine ich auch Beziehung allgemein. Freunde, Familie, Kollegen, die Beziehung zu dir selbst natürlich auch. Was haben wir hier? Wir haben reinige, lass hinter dir. Also hier geht es darum, dich selber emotional auszubalancieren, mal zu schauen, wie du auch, ja, naja, durchsortieren kannst, welche Menschen sind spirituell, emotional, hilfsbereit, menschlich, deine Menschen, welche nicht. Es geht aber auch darum, vielleicht von alten Vorstellungen und Glaubenssätzen loszulassen, die dir nicht dienlich sind, auf deinem Weg Beziehung zu führen, Partnerschaft zu führen, Liebe zu führen. Aber vor allem geht es darum, dich selbst besser verstehen zu lernen und dich selbst besser in eine innere Balance zu bringen.
wir auch hier mal rein, wenn es uns verwundert sein möchte. Also hier scheint es wirklich mehr um dich zu gehen, als jetzt auch um andere. Natürlich auch mal gucken, wer fühlt mir gut, wer nicht. So. Ja, Skorpion. Ja, aber offensichtlich, also es geht darum, selber ins Erblühen zu gehen. Also ja, wie gesagt, dich selber vielleicht auch nochmal zu heilen. Aber es geht vor allem, also aber, nee, nicht vor allem. Und es geht aber auch darum, vielleicht mal zu schauen, welche Menschen in meinem Umfeld tun mir nicht mehr so gut, wie sie mir mal getan haben. Und das hinter sich zu lassen, da vielleicht mal auch in Veränderungsprozesse zu gehen, damit was Neues starten kann. Das ist ja geil, hier die Todeskarte und dann die Startkarte im Tarot, ne? Damit was Neues starten kann. Also was in dir muss sterben, damit was Neues entstehen kann? Ja, so diese Raupe-Schmetterling-Geschichte oder Phönix aus der Asche-Geschichte. Welche alten Glaubenssätze darf ich hinter mir lassen? Annahmen, Verurteilungen, ja, Männer sind so, Frauen sind so, bla bla bla. Die mich daran hindern, gesunde Beziehungen aufzubauen, partnerschaftlich, aber auch zu Menschen generell. Aber schau eben, also ne, das wäre auch deine Innenarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wen darf ich verabschieden aus meinem Kreis, damit neue Leute kommen können. Aber ich deute es schon hauptsächlich auf deine Innenarbeit, damit ja, dein Schicksalsrad sich mal nochmal in neue Richtungen drehen kann, nochmal neu die Fühler ausgestreckt werden können. Also es scheint darum zu gehen, dass du in diesem Jahr nochmal in eine innere Heilung gehst, in eine Innenschau gehst, Dinge löst, damit du befreiter auch weitermachen kannst auf deinem weiteren Weg dann. Okay. Dann gucken wir mal, was ist das Krafttier an deiner Seite in diesem Jahr? Und übrigens, wenn du hier diese Reinigungsprozesse oder Entwicklungsprozesse gerne mit jemandem an deiner Seite durchführen möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Vielleicht wollen wir das einfach zusammen machen. Dann sehr, sehr gerne. Oder wenn du willst, dass wir nochmal tiefer reinschauen, auch über die Karten, buch dir gern deine persönliche Kartenlegung zum neuen Jahr oder ganz allgemein. Ich verlinke dir das ja eh unten in der Infobox oder auch am Ende des Videos. Dann freue ich mich, wenn ich für dich persönlich legen darf. So, das Krafttier an deiner Seite ist der Hund, der sagt, bewahre die Treue, vor allem bewahre dir selbst die Treue, aber auch eben wisse, ne, mit den richtigen Menschen an deiner Seite, es kann nichts schiefgehen. Du bist immer aufgefangen, du bist immer beschützt, du hast immer hilfsbereite Hände an deiner Seite, Herzen, die für dich schlagen. Also es wird auch ein Jahr, wo wirklich das Thema Freundschaft oder Miteinander nochmal großgeschrieben werden kann. Mit den richtigen Leuten. Und was ist dein Mantra für dieses Jahr? Deine Affirmation, dein Satz, nochmal ein abschließendes Motto? Ja. Wenn ich aus dem Herzen heraus spreche, respektieren mich die Menschen. Oder wenn ich aus der Liebe heraus handle, respektieren mich die Menschen. Also auch wieder hier dieses Miteinander, dieses Verbindende haben wir hier, dieses sich gegenseitig erblühen lassen. Also auch nochmal eine schöne Energie hier zum Abschluss. Okay, lieber Skorpion, das war deine Legung fürs neue Jahr. Ich danke dir fürs Einschalten. Ich danke dir auch, dass ich dich durch 2023 geleiten durfte. Und wenn dir meine Arbeit hier gefällt auf YouTube, freue ich mich auch, wenn du meinen Spendenlink benutzt, den ich hier unten in der Infobox mit drin habe, zu PayPal und mir vielleicht ein Trinkgeld dalassen möchtest als Wertschätzung für meine Arbeit. Dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank dafür. Aber ich freue mich auch generell über jeden lieben Kommentar hier unter dem Video und wünsche dir einfach ein schönes neues Jahr. Geh es entspannt an. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und bleib in deinem inneren Vertrauen, dann ist alles gut. Alles Liebe, deine Denise.